Moin moin und hallo, da sind wir wieder. Oh mein Gott, ich habe vergessen, mich zu muten. So, weiter geht's. Wir haben jetzt den ersten Part beendet. Entschuldigung, bin gerade erst nach Hause, habe gerade kurz was Scharfes gegessen. Das wirkt noch ein bisschen nach. Genau, wir sind jetzt in der Naturzone. Und die ist jetzt in Gebiete unterteilt. Damit das nicht zu simpel wird, werde ich wahrscheinlich jetzt hier Random-Accounter machen. Bei mir kratzt die Musik ein bisschen, kratzt so ein bisschen, aber ich denke mal, das wird eher an meinem Laptop liegen, über den ich den Sound höre. Der kratzt aber hart. Das nervt. Aber egal. Ja, die sagt jetzt, Naturzone, Giga Dynamax, Dynamax-Pokémon, alles toll, alles super. Und ja, wir kriegen Pokémon-Box. Wundervoll. Und ich habe mich entschlossen, dass ich Nami nicht rausnehmen werde. Ich denke mir so, es ist ein bisschen interessanter, wenn ich die Pokémon so nehme, wie sie kommen. Sprich, ich habe jetzt eine Nami halt und das bleibt jetzt ein Team, bis es halt dann doch vielleicht mal drauf geht. Und dann werden wir das halt auch so machen. Oh, ich habe wieder gefressen. Das wollte ich nicht. Ja, Notizen, alles gut. So, wie sieht's aus? Wie sieht's hier aus? Wir haben die Karte. Und auf der Karte sehen wir jetzt, dass wir hier ein Gebiet haben. Hier eins, da haben wir auch eins, aber da kommen wir nicht ran. Hier, wir können aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pokémon theoretisch fangen. Aber hier rechts sind die schon vom Level ein bisschen höher. Wir werden jetzt einmal hier rumgehen und dann dementsprechend 4 Pokémon fangen. Bingo! Ein weiteres Flug-Pokémon, aber Typ Wasser sage ich nicht nein. Ich bin schon überlegen, welchen Namen wir nehmen könnten. Muss gerade überlegen. Ich bin wieder bei Haikyuu am überlegen. Ich glaube, da war ja... Ui, das war eine Menge Schaden. Ushiyumi. So hieß er. Genau. 4 KP haben wir verloren. Okay. So. Dann nennen wir ihn noch so. Wir nennen ihn Korai. Korai Ushiyumi. Der kleine Titan. Der kleine Gigant? Kleine Gigant. Little Giant. Nicht Titan. Wir sind nicht bei... Doch, der kleine Titan. Mein Gott. Was ist los mit mir? Wir nennen ihn Korai. Korai. Wahrscheinlich spreche ich den falsch aus, aber... Ach, wir nehmen Hoshiyumi. Unter dem Namen kenne ich ihn auch. Hoshiyumi. Sehr schön. Wir müssen Nami etwas trainieren und wir müssen definitiv jetzt heilen. Ja, hat keine Wirkung. Bisschen zu schnell gedippt. Und dann gehen wir weiter. Counterfeuer haben wir. So ein Hoppel. Heißt er Hoppel? Nee, hieß nicht Hoppel. Ach, Notiz, geh mal weg. Alles ganz gute Pokémon gewesen. Ah, Vingo kann auch ganz gut sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was er... Das wäre...
Dich hätte ich auch genommen. Pam, pam. Pam, pam. Wipfelscheinwald. Wen bekommen wir hier? Knospi. Noch ein Pflanzen-Pokémon. Das ist jetzt nicht das Beste. Oh, 13. Holy. Level 13 habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht schön. Songsam sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Ah, ist okay. Ha, komm. Ein Angriff noch und dann können wir es fangen. Ah, okay. Da haben wir ja potenziell einen Roserade. Das ist wenigstens... damit kann man wenigstens doch was anfangen. Aber ich freue mich nicht so über den doppelten Pflanzentyp. Aber ich habe auch einen doppelten Flugtyp drin. Müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Knospi wurde gefangen. Sehr gut. Oh, wie nennen wir dich denn jetzt? Knospi männlich. Irgendwas mit einer Pflanze, das männlich ist? Wir nennen ihn Rosse. Rosse. Ganz kreativ. Rosse. Rosse wurde ins Team aufgenommen. Luxusapfel. Oh, schön. Werde ich nie gebrauchen. Noch ein Luxusapfel. Werde ich doppelt nicht gebrauchen. So langsam ohne Fahrrad, ne? Hi, hi. Das hätten sie so viel schöner machen können. Es ist halt so... ich meine... die Bäume. Tengulis. Tengulis ist cool. Oh. Schnäppke. Schnäppke. Sogar mit Potenzial Prospedie zu werden. Oh, ist das niedlich. Ach, du heißt dich sogar. Ach, du heilige Scheiße, wird das nervig. Ich muss nicht sagen, dass hier mein Team gerade nicht dafür ausgelegt ist, gegen Eis-Pokémon zu kämpfen, ne? Wie viel Schaden mache ich denn? Wie viel Schaden machst du mir? Au! Uff. Das, könnte schwierig werden. Komm wieder doppelt. Okay, das ist scheiße. Das heilt sich halt so eine Kacke. Ich glaube, wir müssen fliehen. Ich glaube, wir müssen auf den Encounter hier verzichten. Es heilt sich gegen. Es kriegt. Oder wir versuchen es einfach. Es sieht nicht gut aus. Alter! Ich weiß nicht. Also ich glaube, ein Pulverschnee ist jetzt in Reichweite.
Ei. Wir verzichten auf den Encounter. Das ist alles sehr ungünstig. Das war alles sehr ungünstig. Damit haben wir hier schon mal einen Encounter verloren. Ein Pokémon weniger für uns. Aber Chimpep reinzuschicken oder hier Rosé, Nami, wir hätten alle nicht allzu lange überlebt. Das ist schade. Aber bevor wir ein Pokémon verlieren und am Ende das nicht fangen können, verzichte ich lieber auf den einen Encounter. Oh, jetzt bin ich wieder in den Schnäppchen reingelaufen. Das wird jetzt wieder genauso laufen. Wahrscheinlich ist es sogar ein Level höher. Aus Prinzip jetzt. Ach du heilige Scheiße. Aber vielleicht hat das keine Eishaut. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Ja, da kann ich schon nicht drinnen bleiben. Ich muss gucken, wenn es keine Eishaut hat, wäre es vielleicht sogar möglich. Du fährst mich hauptsächlich eigentlich speziell an, von daher. Kann doch sein, dass es immer Eishaut hat, hä? Ja, alles klar. Zweiter Counter weg. Weil ich das Schnäppchen nicht unten im Gras gesehen habe. Komm, bleib drinnen. Ich bin mir ja eigentlich sicher, dass ich immer noch einen Erstauner überleben werde. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mach weiter so. Nicht angreifen. Einfach Doppelteam, Silberblick. Aber Hauptsache kein Angriff. Dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, dich noch zu kriegen. Zwei Counter zu verlieren direkt am Anfang würde echt wehtun. Oh, die hat er gefehlt, ja. Langsam komme ich aber auch durch den Hagel in eine Situation, wo ich mir denke, könnte problematisch werden. Ja! Ja, das gab gute EP. Puh, schon. Na, ey. Bist du männlich oder bist du weiblich? Du bist jetzt männlich, alles klar. Aokiji. Damit haben wir schon mal unser Team für den Anfang. Nami, Chimpep, Karasuno, Hoshiyumi, Rosé und Aokiji. Aokiji. Mann. Meine Aussprache ist nicht der perfekte. Wir haben hart reingeschissen, glaube ich, gegen. Also Elektro-Pokémon kann wehtun. Da müssen wir schauen. So, Pokémon Nummer 7. Pampuli. Das ist gut. Wenn es jetzt noch die richtige Fähigkeit hat, ist es doppelt gut. Du bist sogar in einem erschwinglichen Rahmen.
Oh, du hast die richtige Fähigkeit. Aquaknarre solltest du überleben. Bringt dir nichts. Knapp Ende des gelben Bereichs, würde ich sagen. Oh. Oh. Ich hab die Spezialverteidigung komplett unterschätzt. Oder der Spezialangriff von Wingull ist einfach Katzenkacke. Von Hoshiyumi. Hoshiyumi! Hör mal auf. Ja, das haben wir schon mal. Hat seine Verteidigung ruhig erhöht. Das juckt mich kein Stück. Als Trümmerer. Ist okay. 3 KP kann ich hier verkraften. Ich habe die Verteidigung komplett geschätzt von dem Kampfuli. Nur die normale Verteidigung, oder? Ja. Das interessiert uns. Sehr schön. Jetzt haben wir stark genug angeschwächt. Lebensschwelle bringt nichts. Da haben wir auch schon für den Notfall ein Pokémon, was gegen die Feuerarena dann gut bestehen könnte. Tada! Wie können wir den jetzt nennen? Männlich. Verdammt, wäre es weiblich, hätte ich einen Toff nach Avatar genannt. Der schmutzige Pegasus. Schmegasus. Schmegasus! Nein! Nicht an mein Dieb. Du findest eine Notiz. Das ist sehr toll. Aber das interessiert uns ja nicht. Ja, das ist direkt ein Pokémon-Center. Ein Kampf kommt jetzt nicht, wenn ich mich recht entsinne. Von daher gehen wir jetzt einfach in die Stadt, gehen dann ins Pokémon Center. Sanya müsste ja jetzt da links stehen. Und dann geht's auf dem Weg zur ersten Arena. Ah, schöne Musik. Oh, guck mal, Sanya, wer hätte damit gerechnet? Ja, ich habe es nicht in der Naturzone geschafft. Ist alles gut. Es wird eindeutig zu viel gequatscht bei Pokémon. Das ist so... Story ist zwar schön, aber das sind halt alles so Sachen. Es gibt so Spiele, wenn du irgendwo rangehst, dann erklären die einfach das Neue in den Text. Oh, guck mal. Textfenster. Die Leute, die es interessiert, die lesen es durch und dann muss man nicht hier dauernd so eine Cutscene, also Cutscene in Anführungszeichen machen. Sehr schön. Das sieht doch nach einem okay Intim aus. Ja, das ist Fleckmon, interessiert mich nicht. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Pokebälle. Man weiß ja nie. Ja, komm, 10 Stück erstmal wieder. Tränke haben wir genug. Supertränke gibt's noch nicht. Dann lassen wir uns jetzt wieder voll quatschen. Öffnungszeremonie, ja, alles easy. Da vorne.
Bei dem Gebäude, das welches überhaupt nicht so aufhört. Überhaupt nicht. Und gleich ploppt Onyx auf. Renderung, weil das Spiel ja nur innerhalb von, keine Ahnung, 15 Metern rendert. Oder lädt, sagen wir mal so. Dayen! Ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden. Glurak, mein Orientierungssinn, das ist echt zu wünschen übrig. Du bist mir eindeutig zu gesprächig. Ach ja, ich habe ordentlich gefeiert. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich 4 Pokémon gefangen. Es hat uns was gegeben, damit wir unsere stärkeren Pflanzen-Attacken einsetzen können. Why not? Hallo, Hopp. Da bist du ja. Das ist das Engines-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nun mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Okay. Ich zittere schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt hat rangeklotzt, Kitase. Die ganze Welt soll unsere Namen kennen. Du bist ein bisschen Fangirl, hä? Kein Wunder, dass es dir nichts wird. Ist halt so cool, dass dieses Inferno-Pott-Logo aussieht wie so ein Samurai-Helm. Also ich denke da immer an Samurai direkt. Oh, Bettys. Toll. Der nächste sympathische Charakter, der viele Gespräche in die Wege leitet. Außer jetzt. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, eine Empfehlung von Champ persönlich. So was sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch von Champ. Ja. Du kannst anderen nicht die Freude lassen, etwas Besonderes zu sein. Du musst dich immer noch richtig schön reindrücken, Hopp. Ich finde Hopp eigentlich nicht so schlimm, wenn es anders rüberkommt. Eine Trikotnummer. Was nehmen wir denn? Ich habe am 15.05. Geburtstag. Ja, am 15.05. Los geht's! Na du? Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in deiner Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Du bist die Schwester des Arena-Leiters. Des 7. Arena-Leiters. Auf zum Knospi... Ja, die Szene, wie er wegläuft, da muss ich mir definitiv angucken. Oh, hi, da bist du ja. Ich finde es interessant, dass der Pokémon ja die eigene Sprache hat. Aber man hätte es ein bisschen durchdenken können, weil das ist dann eindeutig, dass das ist Knospi in, sprich dieses umgedrehte L ist ein N. Also müsste es doch da auch sein. War es aber nicht. Na gut, das orientiert sich potenziell nicht gerade nach... Würde sich eher an der englischen Sprache dann orientieren als an der deutschen. Egal, nein, die haben sich an Deutschen zu orientieren. Sonst macht das alles keinen Sinn. Oh ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Da wird so viel geredet. Das will ich meiner Stimme nicht antun. Da rede ich lieber selber. Und ich will nicht alles mit der gleichen Stimme vorlesen. Aber wenn ich die Stimme verstelle, geht das nur noch mehr drauf. Ja, Satchin und Samasenta, alle denken, dass es nur ein Held, aber in Wirklichkeit waren das 2 Pokémon. Oh, das ist so atemberaubend. Ich kann die Geschichte jetzt schon erzählen. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Als könnte dir irgendwas. Du legst es echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt.
Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken völlig zurück, um ihrem Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Ups, ich wollte Mugi beinsetzen. Ah, oh, der Damage ist okay. Das wird dir nicht allzu viel bringen, aber es kann mich paralysieren. Ah, alles klar. War ja klar. Ja, zieh mir nochmal ein KP ab. Kannst ruhig weitermachen. Sehr gut, Nami. Ah, guck mal, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, was du da kannst. Aber das erinnert nichts daran, dass du verlierst. Die älteste Leuchte bist du nicht gerade, ja? Jetzt breche ich den Streif aus und dann verliere ich ihn auch noch. Was eine Blamage. Gib mir der Money. Gib mir der Money. Gib mir der Money. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihnen, dass Tibia immer zusammenhält. Geht klar, Kumpel. Ich weiß, ich habe eine komische Stimme. Aber hey, los, kämpfen wir jetzt. Bleibt Fuchs. Geh mit und ich probe. Den mogel ich jetzt mal lieb rein. Ha! Kam sogar durch die Paralyse. Da ist eine ganz schön beschissene Verteidigung, Kleptifuchs, kann das sein? Oder zu viel Schaden mit Mugi-Hit macht? Das ist so ein scheiß Angriff. Obwohl, Zigzags hatte noch Step, ne? Ich glaube, Zigzags war normal und nicht. Ich hatte natürlich Tackle nochmal 50% mehr Schaden gemacht. Rasierblatt klingt doch lecker. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hat hier halt mir das Gehirn wohl vernebelt. Ist okay. Ich fühle mich in diesem Möbelschuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Deshalb, ja, oh, guck mal, ja, hat sich schon ein bisschen geregelt. Das ist okay. Ja, wir haben gekämpft. Das war alles easy, Hop. Alles gut. Ist gut. Oh, du hast mich geil. Das ist nett. Ach, die. Ach so, ihr wollt auch. Ja, dann. Ich habe selten Leute gesehen, die sich so sehr mögen, auf die Fresse zu bekommen. Jetzt kommen natürlich die Pokémon, die ich gerade schon alleine besiegt habe. Estolokampf nochmal rein. Kleptifuchs war am anfälligsten. Oh, sehr schön. Du gehst auch auf Kleptifuchs. Perfekt. Was? Ah. So, Spezial. Ja, okay. Ja, jetzt nicht das angreifen können. Bei Volley wird mit Sicherheit auch auf den gehen. Ah, ist aber egal. Ah, nee, er geht nicht auf den. Das ist ganz gut. Kann man auch machen. Oh nein, mein armer Spezialangriff. Was soll ich jetzt nur tun? Ich greife noch mal an. Kleptifuchs down. Und Volley. Jawohl. Silberblick ist nicht schön. Oh. Ehrlich, jetzt? Ehrlich? Ich weiß ja wohl nicht.
eigentlich hast du verdient, dass dein Body besiegt wird. Oh, er überlebt die Runde nicht, aber ich setze trotzdem erstmal ein Liga ein. Level 11 für Nami und Toshiyomi auch Level 11. Ja, das war doch einmal Team Yell besiegt. Miss Mari ist auch noch da. Sagt jetzt, dass sie es nicht toll findet, wie Team Yell hier ist. Und findet uns jetzt schon hinreißend. Weg mit euch. So sieht's aus. Das linke Auge gerade ein bisschen mehr geschlossen als das andere? Na, egal. Das war jetzt schon noch. Das war jetzt schon eine halbe Stunde. Tam! Und damit beenden wir diesen Part. Wir haben jetzt ein komplettes Team. Mal schauen, was sich da noch in der Zukunft ergibt. Ich schaue da noch nicht ganz so optimistisch rein, weil das Team mir noch nicht so wirklich zusagt. Also ich sehe da ein paar Probleme in der Zukunft. Aber wir werden schauen, vielleicht schaffen wir es. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bei der Pokémon-Schwert-Nuzlocke-Challenge. Und ja, haut rein, Leute. Habt einen schönen Tag. Tschö mit Öl.